Ja Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier aus Bahrain, auch Sahir. Lasst keinen kostenlosen Sauber da zu unserer Hotel Party. Ich freue mich wirklich, wie ihr das eingeschaltet habt. Und hier haben wir den Sahir International Circuit in Bahrain. Das Video gab es 2004. Eine Länge hat 5,4 Kilometer, also ja, so eine mittelmäßige normale Strecke. Heute sind 57 Runden zu absolvieren, 15 Kurven hat die ganze Strecke, 9 rechts, 6 links. Eigentlich ist jede Strecke eigentlich rechts bündiger, sage ich mal. 308 Kilometer sind zu absolvieren und die meisten Wins hatte überraschenderweise hier wirklich Alonso mit 3 als Senior, der ja wieder zurückkommt, und Vettel mit 4. Also der hat mit Red Bull jedes Jahr hier gewonnen von 10 an. 10, 11, 12 und 13. Also jedes Jahr haben die da gewonnen. Und hier haben wir nochmal die Strecke mit den DS-Zonen. Nochmal 4,5 Kilometer, 15 Kurven, 2 DS-Zonen und ja, ein richtig aggressiver Asphalt, der wahrscheinlich dazu führt, dass man zweimal stoppen muss. Schaut euch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Links sind alle unten in der Beschreibung. Und ja, jetzt geht's los hier zur Hot Lap. Das Rennen ist auch aktuell gerade, also schaut auch gerne vorbei. Und los geht's aus der letzten Kurve raus. Wunderbarer Exit und da haben wir die DS-Zone und da haben wir das echt extrem, eine echt extrem schöne Strecke, also wirklich. Und ja, wir müssen heute auf jeden Fall, also ich habe leider nicht die Nacht genommen, aber ich finde, unter Tag sieht man halt eher auch von Birdview und so weiter viel, viel mehr. Links oben habt ihr auch die kleine Map mit der Flagge. Wie findet ihr das Ganze? Ich finde es ziemlich cool. Und hier geht es in die erste Kurve. Die wird interessant werden heute im Start überhaupt. Da musst du innen bleiben und dann links diesen Knick schön ausnutzen. Da, wenn du da außen bist, kannst du sogar noch innen überholen, aber du musst halt viel Schwung nehmen und richtig hoffen, dass der andere nachgibt. Dann geht es hier raus, zack, aus Kurve 2, in Kurve 3 rein, der ist, zack, und hier geht schon mal raus aufs Überholen. Da kannst du richtig schön anpirschen und schön in Kurve 4. Die ist auch ein bisschen tricky, aber links haben sie da die Track Limits fürs Qualifying entschärft. Und ja, das ist halt jetzt ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Und dann geht es in Kurve 5, 6 und 7, die sind auch ein bisschen tricky. Ja, zack, hier 5, 6, die musst du gut erwischen. Links nicht zu weit über den Körb und rechts, ja, da kannst du dich raustragen lassen. Wir haben es auch gemacht hier und dann die 8. Kurve. Die ist auch ein bisschen, da rutschst du immer, hast gleich immer leichten Quersteher. Aber wir haben es halbwegs gut geschafft und jetzt kommt so die schwierigste, haarigste Kurve. Kurve 9, 10, das ist wirklich so ein bisschen so eine tricky Kurve. Da bleibt immer das linke Vorderrad stehen und es ist einfach wirklich schwierig zum Einsehen. Und hier, zack, wenn du die nächste gut schaffst, bekommst du das Belohnung DS und kannst direkt den vorne angreifen. Und das ist halt natürlich wichtig hier an dieser Strecke. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das heutige Rennen wird. Leider ist ja schon alles entschieden. 11 und 12, das sind dieser lange Linksknick und rechts hier. Wenn man den Körb im Game berührt, ist das Auto sofort weg, rechts innen. Hier nochmal links geht's, da kannst du dich auch, aber nicht zu weit raustreiben lassen, weil da wird der Körb echt, der treibt dich irgendwie raus. Und wenn du rechts den Körb berührst, ist das Auto weg. Ich fahre immer ganz einen großen Bogen. Und Kurve 13, die ist auch mega wichtig, weil die, wenn du die gut erwischt, hast du eine extrem lange Gerade. Zwar kein DRS, aber mit Windschatten kannst du da richtig was machen und dich für Start und Ziel vorbereiten. Also wenn es dann in die heißen Phasen der Fights geht, kannst du da richtig, richtig reinhauen. 14, 15, diese letzten zwei Kurven, der hat Albon ja im Training einen leichten Unfall, also einen leichten Unfall, nicht einen schweren Unfall gehabt. Nur weil er da ein bisschen zu weit rausgekommen ist, zu wenig Traktion, nicht vom Gas gegangen und dann war es schon weg. Das war schon eine Runde und wir werden natürlich über das gestrige Qualifying noch reden, weil das ist auf jeden Fall, denke ich mal, jeden noch immer noch im Kopf. Was für eine spannende Sache. Ich hätte echt mal Verstappen gegönnt, dass er das schafft. Aber wir gucken jetzt mal kurz auf die ganzen Results vom gestrigen Qualifying. Auf 1 wieder mal die beiden Mercedes, Hamilton verbaut das dahinter Verstappen und Albon hat es auch mal in die zweite Reihe geschafft. Vielleicht mit einem guten Start könnte er da gleich mal Windschatten an Bottas und vielleicht am Verstappen vorbei. Ich würde es mir echt mal wünschen. Er braucht sowas wirklich. Dann der Pinke, der einzige, der Perez. Stroll hat es leider nicht geschafft. Ricardo und Ocon auch wieder mega gut. Beide AlphaTauri in der Top 10. Ja, die Ferrari auf 11 und 12 ist halt ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, das sieht man sich eigentlich auch bei Ferrari. Sainz auch nur 15, aber der konnte im zweiten Wolfing leider nicht weiterfahren. Russell wieder mal. Er ist jetzt schon in den Top 4, der die Teammates am meisten geschlagen hat im Qualifying. Mit Senna ist er schon gleichgezogen und da ist nur noch Schumacher und der Lacy, glaube ich, vor ihm oder so, ich weiß nicht genau, aber er ist auf jeden Fall mit 36 zu 0
wurde noch nie von einem Teammate besiegt und das ist halt ein Wahnsinn. Das zeigt halt auch von der Qualität des Fahrers, Leute. Mein Tipp für das heutige Rennen ist auf jeden Fall, ich denke mal, die Mercedes werden das rocken. Ich sag mal Hamilton vor Verstappen und dahinter Bottas. Albon würde ich mal den dritten Platz wünschen, aber ich glaube, der wird vierter, hoffentlich. Abonniert gerne den Channel, lasst ein Däumchen oben, da morgen kommt dann das Race-Review-Video vom also vom heutigen Rennen. Schaut auch gerne auf Instagram und TikTok, da kommen auf jeden Fall auch noch zwei schnittige Videos online. Für heute war es mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis morgen und ciao. We'll be right back.